Update 2.0 für Cyberpunk 2077 ist da und es gibt einen Haufen neue Items und in diesem Video zeige ich dir, wie du an dieses schicke Auto hier kommst mit eingebautem Maschinengewehr und Easter Egg, wie du das erste Neon-Katana bekommen kannst, aber Vorsicht, das ist absolut verpassbar während der Story, und wie du das wahrscheinlich beste Sandevistern im Spiel bekommst, das angelehnt ist an Davids Sandevistern aus Edgerunners. Fangen wir doch direkt an mit dem Auto, denn das kann sich wirklich jeder holen, egal auf welchem Level du bist. Dazu musst du nach Watson in die North Side und zwar genauer gesagt an diesen Schnellreisepunkt hier. Also ab nach Longshore North und dann dorthin, wo mein Marker gesetzt ist, oder du fährst einfach den Weg nach, den ich hier fahre. Können wir bitte an dieser Stelle auch den neuen Motorensound des Rayfield Caliburn hervorheben? Der ist so viel besser als der, der bisher im Spiel war. Richtig, richtig cooler Motorensound, gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr gute Änderung an der Stelle, aber das nur nebenbei. So, wenn wir jetzt bei dieser L-förmigen Lagerhalle angekommen sind, dann folgt einfach dem Weg, den ich hier fahre und dann könnt ihr schon in der Lagerhalle ein Auto stehen sehen und wenn ihr euch dem nähert, meldet sich auch direkt Johnny zu Wort, dass ihr euch das mal genauer anschauen sollt. Hey, over here. Und ist es nicht eine richtig schöne Karre? Ich finde die richtig genial und wer erkennt sie vielleicht schon? Naja, hier haben wir einen kleinen Hinweis. Schaut mal auf dieses Schild. KB67-23. Klingeln da irgendwelche Glocken? Genau, das Auto ist nämlich ein Easter Egg bzw. ein Tribute an Ken Block, der 1967 geboren und 2023 verstorben ist. Wir können also seit Update 2.0 Ken Blocks Auto hier im Spiel finden und das finde ich richtig cool. Naja, das Auto ist natürlich abgeschlossen, aber unweit des Autos findet ihr eine Kiste, in der ihr dann auch die Schlüssel dazu finden könnt. Kein Problem also reinzukommen und schon gehört der Type 66 Huhn dann euch. By the way, Huhn ist auch hier wieder ein kleiner Kopfnicker zu Ken Block, der auch Hoonigan genannt wurde. Also definitiv ein Tribute hier an den verstorbenen Stuntfahrer. Und was soll ich sagen, das Auto ist richtig genial. Also A fährt es sich tatsächlich wie ein Drift-Rally-Wagen, lässt sich aber trotzdem richtig gut steuern und ihr habt eben ein eingebautes Maschinengewehr, mit dem ihr richtig schön Chaos in der Stadt veranstalten könnt und damit dann aber auch gerüstet seid für die Autoaufträge, die mit Phantom Liberty ins Spiel kommen. Ich habe auch schon gecheckt, ob das Auto immer da ist, also sowohl mit meinem Level 50 Charakter als auch mit meinem Level 13 Charakter konnte ich das Auto einfach abholen. Viel Spaß damit! Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewertet und für noch mehr Videos und Guides und Tipps und Tricks rund um Cyberpunk 2077 und Update 2.0 und dann natürlich auch Phantom Liberty bleibt gerne mit einem Abo am Start und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Aber weiter geht's mit dem nächsten schicken Teil. Als nächstes schauen wir uns das ikonische Errata-Schwert an. Das ist das erste Katana mit Neonlicht. Auf Tier 2 habt ihr hier plus 25% Rüstungspenetration und plus 17% Brandchance. Das Interessante ist allerdings der ikonische Perk, denn zum einen könnt ihr auf Gegner zuspringen mit dem Schwert und wenn ihr brennenden Gegnern damit Schaden zufügt, ist das garantierter Crit-Schaden. Also sieht es nicht nur cool aus, sondern es ist auch ein wirklich interessantes Schwert für jeden Katana-Build. Aber Vorsicht, dieses Schwert ist auf jeden Fall verpassbar. Das könnt ihr nämlich während einer frühen Story-Mission bekommen. Das heißt, wenn ihr auf einem Level 50 Charakter spielt, werdet ihr vermutlich diese Mission schon abgeschlossen haben. Und dann ist nur noch die Frage, ob ihr das Schwert nachträglich noch bekommen könnt, ob ihr denn auch genug Punkte in technische Fähigkeiten geskillt habt. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Während der sehr frühen Hauptmission Disaster Piece, in der ihr Evelyn Parker retten müsst, verschlägt es euch nach Arroyo in Santo Domingo und zwar genau an diese Stelle auf der Karte. Dort angekommen müsst ihr ein Gebäude infiltrieren und euch bis nach unten in den Keller durchschlagen. Ab dem Zeitpunkt, an dem sich euch dann Judy anschließt, wird's interessant. Da dauert es dann nicht mehr lange, bis ihr an diese Tür mit dem roten Licht kommt. Schaltet in den Räumen danach erstmal alle Gegner aus, ich habe das hier bereits gemacht und ich zeige euch jetzt, wo ihr dann das Schwert finden könnt. Also von der roten Türe ausgehend, lauft ihr einfach geradeaus durch die Türe durch. Und hier seht ihr auch jetzt schon das Problem, wenn ihr nämlich bereits die Räume geklärt habt und schon den nächsten Questschritt geladen habt, ist diese Türe bereits verschlossen. Das heißt, wenn ihr nicht gerade die Mission spielt, weil ihr zum Beispiel einen höherleveligen Charakter habt, auf dem ihr die Mission schon abgeschlossen habt, dann habt ihr jetzt ein Problem.
denn dann bleibt euch nur noch die Tür hier links. Und die ist normalerweise verschlossen. Ich habe die hier jetzt schon geöffnet, aber ihr braucht Attributpunkte in technische Fertigkeiten, um die Tür zu öffnen. Wie viele Attributpunkte ist abhängig von eurem Level. Auf meinem Level 50 Charakter brauche ich dafür zum Beispiel 20 Attributpunkte in technische Fertigkeiten. Also merke, wenn ihr die Quest neu spielt, kein Problem, könnt ihr einfach durch die Tür geradeaus laufen. Wenn ihr aber zurückkommt zu dieser Quest und dieser Location, dann braucht ihr je nach eurem Level entsprechend viele Attributpunkte in technische Fertigkeiten, um überhaupt in den nächsten Raum zu kommen. Denn im nächsten Raum findet ihr dann beim Hochofen das ikonische Schwert Errata. Wenn ihr also ein Samurai-Bild anstrebt und mit Katana spielen wollt, kann ich euch dieses Katana hier nur wärmstens empfehlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Teil. Wenn ihr es aber verpasst haben solltet und eure Attributspunkte nicht in technische Fertigkeiten gesteckt habt, dann könnt ihr es hier in dieser Mission nicht bekommen. Aber in einem Livestream eines französischen News-Outlets, die anscheinend die erste Mission von Phantom Liberty streamen durften, oder zumindest Ausschnitte davon zeigen durften, konnte man gut sehen, dass der ikonische Händler im Schwarzmarkt von Dogtown dieses Schwert im Angebot hatte. Bedeutet aber auch, wenn ihr Update 2.0 spielt und das Schwert nicht dort geholt habt in der Mission, ist es für euch verloren, solange ihr nicht die Erweiterung kauft. Dann müsst ihr es eben in einem eurer nächsten Playthroughs holen. Für alle anderen, die sowieso Phantom Liberty spielen, heißt es noch ein paar Tage warten und dann könnt ihr euch das Schwert kaufen. Als nächstes schauen wir uns aber das Militech Apogee Sandevistan an und das scheint wohl die beste Cyberware zu sein für alle, die keine Quick Hacks nutzen wollen, sondern eben einen reinen Nahkampf- oder Schusswaffenbild benutzen. Und sobald ihr Level 50 seid, könnt ihr das Apogee Sandevistan einfach bei Ripper Docks kaufen, aber ich habe hier eine Location für euch, an der ihr es auch einfach in der Open World aufsammeln könnt. Das Apogee Sandevistan hat mehrere sehr interessante Fähigkeiten. Zum einen könnt ihr es einfach aktivieren und deaktivieren, wann ihr wollt, egal wie weit es aufgeladen ist. Und das alleine ist schon mal sehr einzigartig. Also es funktioniert praktisch genauso wie David's Sandevistan in Edgerunners. Außerdem verlangsamt es die Zeit um 85%, also richtig ordentlich. Ihr kriegt plus 10 Headshot-Schaden, plus 9% Crit-Chance und plus 13% Crit-Schaden. Also richtig, richtig gut. Außerdem bekommt ihr plus 20% verlängerte Dauer, wenn ihr Gegner tötet, solange es aktiv ist und plus 22% Stamina. Die maximale Dauer beträgt hier allerdings 8 Sekunden. Danach schaltet es sich automatisch ab und ihr müsst es einfach nur wieder einschalten. Das Gute ist, wenn ihr aber in der Zeit Gegner tötet, wird es sich immer wieder auffüllen. Falls ihr aber doch mal auslauft, habt ihr einen Cooldown von nur 30 Sekunden. Und wenn ihr dann noch 20 Punkte in Reflexe habt, so wie ich, dann bekommt ihr nochmal 2 Sekunden zur Maximaldauer obendrauf. Also was soll ich euch sagen? Schaut euch einfach nur das Gameplay an. Das Teil ist so brutal und ihr könnt es praktisch mit jeder Waffe spielen, die ihr wollt. Also egal, ob ihr jetzt Pistolen spielt, Wurfmesser spielt, Katanas spielt oder einfach nur Shotgun mit Gorilla-Armen oder ein Sniper. Das Ding ist einfach mega, mega gut. Aber schauen wir uns doch jetzt mal die Location an. Ihr müsst jetzt nach Kabuki und zwar zum Bellevue Overwalk. Von dort aus folgt ihr einfach dem Weg, den ich hier laufe, über die Dächer. Und dann könnt ihr das Sandevistan dann einfach aus einer Kiste aufsammeln. Ich habe auch schon für euch durchgetestet. Auf meinem Level 10, Level 20 und Level 30 Charakter war das Sandevistan dann nicht in der Kiste. Ab Level 40 ist es allerdings da, aber nicht in der ikonischen Variante, sondern nur legendär. Wenn ihr Level 50 seid, findet ihr dann auch das ikonische. Dann nichts wie ab zum Ripper Dock und das Ding reinslotten und ich wünsche euch viel Spaß beim Edgerunnen. Das war's aber für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da, haut einen Daumen nach oben raus. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.